Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, zum heutigen Video, wo es um eine der wichtigsten Kennzahlen geht, nicht nur im Bereich Network Marketing, allgemein im Bereich Unternehmertum, und das ist die sogenannte Umsatzrentabilität. Und man sieht das immer wieder, gerade wenn du schon länger in der Branche tätig bist, dass sich gerade Laien immer sehr leicht auch manchmal beeinflussen lassen, wenn zum Beispiel irgendwelche Leute irgendwelche Provisionschecks zeigen oder vielleicht irgendwelche Umsätze einfach präsentieren. Und gerade dann natürlich, wenn du aus dem kaufmännischen Bereich kommen solltest, vielleicht auch wie meine Wenigkeit Betriebswirtschaftslehre studiert hast, dann weißt du natürlich, dass das überhaupt nichts aussagt. Man muss in der Betriebswirtschaft einige Kennzahlen kennen, und die Umsatzrentabilität ist eine der wichtigsten Kennzahlen, auch für dich persönlich vor allem, um auch selber deinen Unternehmenserfolg zu analysieren und somit natürlich auch, wenn zum Beispiel jemand mit dir spricht über dein Unternehmen, unseren Bereich, über die Thematik Network Marketing, dass du ganz klar natürlich auch zeigen kannst, wie erfolgreich dein Unternehmen ist. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn du beispielsweise Fremdkapital aufnehmen möchtest, Investoren suchst, was erfreulicherweise Network Marketing generell unüblich ist, weil du brauchst kein Fremdkapital. Du kannst es eigentlich locker aus deinem eigenen Portfolio als normaler Angestellter nebenbei aufbauen. Doch wie gesagt, es gibt verschiedene gute Gründe, warum du deine Umsatzrentabilität kennen solltest. Fangen wir direkt mit dem Video an, und ich werde in dem Video auch verraten, wie meine persönliche Umsatzrentabilität ist, ob das gut ist oder nicht gut ist. Und ja, fangen wir direkt mit der Präsentation an zu starten. Als erstes einmal, was bedeutet überhaupt Umsatzrentabilität? Die Umsatzrendite, also kleiner Hinweis hierzu, man spricht doch oft in dem Bereich von Umsatzrendite, das heißt Umsatzrentabilität, Umsatzrendite ist beides genau das Gleiche. Und wie schon erwähnt vorab, es gehört zu den wichtigsten Kennzahlen für die Messbarkeit deines Unternehmenserfolges, und es ermittelt, um es genau zu formulieren, die Wirtschaftlichkeit, die Effizienz eines Geschäftsmodells bzw. eines Unternehmens. Übrigens auch, wenn du Aktionär sein solltest oder Unternehmen investierst, da solltest du natürlich auch die Umsatzrentabilität anschauen, also nicht nur die Gewinnmargen und so weiter oder die, was das Unternehmen an Umsatzsteigerung generiert. Wie gesagt, es gibt mehrere Kennzahlen, wäre ein Thema für sich, aber wie gesagt, eines der wichtigsten Kennzahlen, die du auch als Investor anschauen solltest, wenn du zum Beispiel in börsennotierte Unternehmen investierst. Ja? Je höher die Umsatzrentabilität, umso mehr bleibt für dich vom Umsatz letztendlich übrig. Das heißt, umso profitabler ist dein Business. Übrigens wird von Umsatzrentabilität oft auch, ich habe schon erwähnt, der Begriff Umsatzrendite genannt, oft auch Return on Sales, abgekürzt ROS. Auch oft Umsatzverdienstrate, Betriebsmarge, Betriebsgewinnmarge wird auch oft synonym mit diesem Begriff verwendet. Ich muss dazu sagen, jetzt an alle BWLer, ja, hier bitte jetzt nicht zu kritisch werden, es gibt ja gewisse Unterschiede, auch was die Steuerthematik betrifft. Aber wie gesagt, in der Regel ist das mehr oder weniger synonym zu verwenden, falls du auf diese Begrifflichkeiten auch stoßen solltest. Beispiel, eine Umsatzrentabilität von 10% sagt aus, dass von jedem verdienten Euro Umsatz 10 Cent übrig bleiben. Das heißt also quasi bei dir in der Tasche ankommen. Was ist eine gute Umsatzrendite? Und dazu auch einige Beispiele. Über 8% gilt allgemein als gut. Über 10% bei diesem Bereich spricht man, also wer ab 10% erreicht, spricht man allgemein von einer sehr guten Umsatzrendite. Übrigens, der Durchschnitt des deutschen Mittelstandes generiert eine Umsatzrendite von 7,4%, um auch das später ins Verhältnis zu legen oder zu setzen. Chemiebranche beispielsweise ein Durchschnitt von 6,4%, Metall- und Elektroindustrie in Deutschland hat im Durchschnitt 4% Umsatzrendite. Papierverlags- und Druckgewerbe machen eine Umsatzrendite im Durchschnitt von gerade mal 3%, Baugewerbe im Durchschnitt von 4%. Meine persönliche Umsatzrendite liegt, zumindest das war im Jahr 2020, also letztes Jahr, bei 33,76%, wird voraussichtlich 2021 nach bisherigen Zahlen, das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, über 47% Umsatzrendite erreichen. Das heißt im Vergleich zum Vorjahr, wie gesagt, nach aktuellen Zahlen,
über 39% Steigerung der Umsatzrendite. Also kleiner Hinweis dazu, der Hinweis, wie gesagt, sei erlaubt, MLM ist zweifelsohne ein sehr gutes Geschäft, was auch hier zum Beispiel die eigenen Zahlen bezüglich der Umsatzrendite betreffen. Warum das so eine außergewöhnlich guten Zahlen, schon, ja, man kann nahezu sagen, unglaublichen Zahlen im Network Marketing sind oder dass so eine hohe Umsatzrendite im Network Marketing möglich sind. Dazu werde ich später auch noch in diesem Video eingehen. Ja, wie die Umsatzrendite berechnen, inklusive Beispiele. Eine Umsatzrentabilität berechnet man Gewinn durch den Umsatz und dann mal 100. Beispiel für einen Nebenberufler im Network Marketing, der 17.000 Euro Provision generiert, also Provision ist gleich bedeutend mit Umsatz in diesem Bereich und er hätte Kosten von 12.000 Euro. Ja, Network Marketing beispielsweise kannst du davon ausgehen, dass man Kosten hat für Marketing. Deswegen heißt es auch Network Marketing oder Multilevel Marketing oder Netzwerk Marketing. Weil wohlgemerkt es hauptsächlich darauf ankommt, natürlich in diesem Business, wo dir fast alles abgenommen wird, du keine Leute einstellen musst und so weiter, dass du dich um das Marketing, die Promotion kümmerst. Deswegen hast du hier generell auch die höchsten Kosten. Natürlich, gerade wenn du im Online-Marketing-Bereich tätig bist, wirst du sicherlich auch Software benötigen. Zumindest, wenn du wirklich auch professionell, effizient arbeiten möchtest. Du brauchst Büroausstattung in der Regel, hast also auch hier einen gewissen Kostenapparat. Deswegen zumindest, wenn du professionell Network Marketing betreiben möchtest, dann wirst du auch hier nicht ganz ohne Budget auskommen. Lass dich auch nicht erschrecken von den 12.000 Euro. Es wird in der Regel jemand sein, in diesem Beispiel, der schon ein paar Jahre dabei ist. Das heißt, die meisten starten mit ein paar hundert Euro monatlichen Investitionen. Zumindest, wie gesagt, wenn man im Online-Bereich was aufbauen möchte. Im Direktvertrieb natürlich kann man auch mit wesentlich weniger Budget klarkommen und auch durchaus schon ab den ersten Monat, wenn sich die Produkte gut verkaufen lassen, auch schon vierstellige Provisionseinnahmen erzielen, wie gesagt, im Direktvertriebsbereich. Das heißt also hier die 17.000 Euro Einnahmen minus 12.000 Euro Ausgaben wären dementsprechend logischerweise 5.000 Euro Gewinn. Wie gesagt, hier Beispiel Nebenberufler, also ungefähr gut 400 Euro im Monat, monatlicher Gewinn aufs Jahr hochgerechnet. Das heißt, wenn wir hier diese 5.000 Euro Gewinn rechnen durch die 17.000 Euro Umsatz mal 100, kommen wir hier bereits auf eine Umsatzrentabilität von 29,41%. Also das auch schon, denkt bitte an die Kennzahlen von vorhin. Ja, der Durchschnitt im Mittelstand, wie das ausschaut, einstellig. Ja, also hier weit zweistellig. Tolle Umsatzrentabilität, da werden sich die meisten Unternehmer alle 10 Finger nach lecken, wenn sie auch nur annähernd solche Zahlen erreichen würden. Hier weiteres Beispiel, Hauptberufler im Multilevel Marketing. 70.000 Euro Provision im Jahr bei 30.000 Euro Kosten. Das heißt, der Gewinn wäre dementsprechend bei 70.000, ja, also Umsatz gleich oder Provision gleich Umsatz minus 30.000, 40.000 Euro Gewinn. Das dementsprechend durch den Umsatz mal 100 kommst du hier auf 62,5% Umsatzrentabilität, also absolut astronomisch, fast schon. Wie gesagt, wenn man Unternehmern spricht, ja, wirklich mit Geschäftsleuten, da kommt, ja, kenne ich kein anderes Geschäftskonzept, wo das so realistisch ist. Ja, vielleicht nur Drogenhandel, also bei illegalen Geschäftskonzepten, aber selbst in der Tabakindustrie und so weiter, die sehr große Margen auch haben. Ja, warum das so ist, wie gesagt, dazu gleich noch mehr. Genau, warum sind im MLM überhaupt so nahezu unvorstellbar hohe Umsatzrenditen möglich? Ja, wie kann das überhaupt sein, wenn, wie gesagt, der Mittelstand gerade mal einstellige Umsatzrenditen erzielt? Wie kann es möglich sein, dass Network Marketing Leute weit zweistellige, teilweise übrigens auch dreistellige Umsatzrenditen erzielen? Es ist auch noch mehr möglich, wäre aber nicht gut, wenn man zu viel erzielt oder zu hohe Umsatzrentabilität erzielt. Warum das ist, dazu auch gleich noch mehr. Aber wie ist das überhaupt möglich in der Branche? Als erstes haben wir hier die Hebelwirkung. Das heißt, der Gesamtumsatz, also dein gesamter Erfolg, entsteht nicht nur, zumindest langfristig gesehen, durch deine Eigenleistung, sondern durch mehrere Multiplikatoren. Das ist zum Beispiel bei mir so ein Team, das sind mittlerweile mehrere tausend Teampartner und die machen natürlich alle Promotion, betreiben Empfehlungsmarketing, betreiben Direktvertrieb, betreiben Marketing. Das heißt, ich selber könnte logischerweise gar nicht so effizientes Marketing wahrscheinlich betreiben, um so eine dementsprechend hohe Umsatzrentabilität zu erzielen. Aber durch die Hebelwirkung, weil eben jeder dementsprechend sich mitdupliziert, beim Umsatz mitdupliziert, sind halt diese hohen Renditen möglich. Zum anderen ist es so, als zweiter Punkt, gerade im Online-Marketing lässt sich MLM weiter skalieren. Ja, das heißt, bei mir natürlich sind es nicht nur die Einnahmen durch Network Marketing, sondern zum Beispiel auch Einnahmen durch Affiliate-Programme,
zum Beispiel als Vendor, auch wenn du zum Beispiel eigenes Produkt, eigenes Video, ja, Video-Coaching beispielsweise auch weiter vermarkten würdest oder eine eigene, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wäre jetzt ein Thema für sich. Wie gesagt, Vendor, wenn du ein eigenes Produkt erstellst, eigenes digitales Produkt erstellst, auch zum Beispiel eigenes E-Book erstellen würdest. Die VG Wort habe ich auch schon mal hier auch schon mal hier vorgestellt im Kanal, wo du auch gerade im Bereich Content Marketing dir ein weiteres Einkommen aufbauen kannst. Zum Beispiel bei meiner Wenigkeit immerhin auch mittlerweile ein zusätzliches vierstelliges Einkommen. Und natürlich auch, wenn du zusätzlich Coachings anbieten möchtest und so weiter, vielleicht auch für Leute beobachten, dass du dir sehr viel Kompetenz angeeignet hast, zum Beispiel im Bereich Direktvertrieb oder im Bereich Marketing, da auch von dir quasi das Wissen von dir vermittelt haben wollen, weil sie vielleicht aus einem anderen Network-Marketing-Unternehmen kommen und du dort zum Beispiel Anfragen bekommst, oder dass du auf Events vielleicht auch eingeladen wirst, dafür Geld bekommst oder als begehrter Interviewpartner und so weiter und so fort. Nur hier ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, so können sich bei dir auch natürlich mit der Zeit auch deine Bekanntheit weiter erweiterst, deine Reichweite weiter skalierst, dass du auch hier natürlich weitere Einnahmequellen aufbauen kannst. Jetzt hier so ein kleiner Abschnitt, wie gesagt, war auch ein Thema für sich dazu. Gibt es auch spezielle Videos, auch wie du nebenbei Network Marketing weitere Einkommensströme generieren kannst. Findest du auch hier auf dem Kanal. Doch das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil du dein Network Marketing sehr einfach skalieren kannst, warum du eine sehr hohe Umsatzrentabilität zusätzlich zu deinem Network Marketing Business generieren kannst. Zudem kommt die sogenannte Folgebestandsprovision, gibt es ja auch fast bei jedem Unternehmen. Das heißt, selbst wenn du nur gleichbleibende Direktverkaufszahlen hättest, könntest du den Umsatz weiter steigern. Gerade dann, wenn du Produkte hast, die Kunden sehr lange nutzen. Bei uns zum Beispiel sind die meisten Kunden jahrelang, also beziehen das Produkt in der Regel viele, viele Jahre. Und das heißt, selbst wenn auch nur dieselbe Verkaufsrate erreicht werden würde, steigen trotzdem die Provisionen, weil eben viele Kunden weiter dabei bleiben. Einige sogar, ja, bereits seit Bestehen des Unternehmens oder seit ich auch dabei bin, sind die Kunden immer noch dabei. Ja, viele hunderte Kunden, und somit steigen auch die Provisionen weiter, weil wir halt diese Kunden, solange die das Produkt nutzen, immer weitere Beteiligung erhalten. Ja, das ist natürlich auch ein Grund und auch sehr interessant, warum man auch die Umsatzrentabilität relativ einfach mit Abo-Produkten allgemein steigern kann. Und ein vierter Punkt, auch hier das Ganze nicht den Rahmen zu sprengen, warum gerade Network Marketing so hohe Umsatzrenditen möglich sind, durch sukzessive weiteren Aufstieg natürlich auch in der Karriereleiter. Ja, das heißt, bei einem Bregeweg-Plan, Differenzvergütungsplan, auch Stufenplan genannt, steigen natürlich auch sukzessive deine Differenzprovisionen. Also auch hier, selbst wenn du nur gleiche Abschlusszahlen generieren würdest, also nicht mal unbedingt zulegen würdest mit deinem Team, würden trotzdem in der Regel deine Provisionseinnahmen zulegen, weil du ja immer höhere Differenzen erhältst, also Abschlussprovisionen erhältst auf deine bestehenden Teampartner, und besonders auch, wenn du zusätzlich neue weitere Teampartner reinbringst, steigen auch sukzessive deine Differenzprovisionen. Ebenso natürlich auch bei uns zum Beispiel nicht nur die Differenzabschlussprovision, auch die Differenzfolgeprovision. Und das natürlich auch gerade bei den Differenzvergütungsplan sehr interessant, weil halt auch dort deine Loyalität auch honoriert wird. Das heißt, gerade die Teampartner, die lange dabei bleiben, die sukzessive weitermachen, können so immer weiter profitieren. Selbst dann, wie gesagt, wenn sie nicht unbedingt die Zahlen im Team steigern würden. Langfristig allerdings natürlich so Network Marketing, dass du es quasi gar nicht aufhalten kannst und früher oder später natürlich auch weitere höhere wachsende Abschlussraten generierst. Ja, ist eine hohe Umsatzrentabilität eigentlich per se immer gut? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Als erst einmal hier eine ganz klare Zahl: Über 68% der Insolvenzen, also in Deutschland über 68%, also fast 70%, dort lag die Umsatzrendite unter 1%. Ja, das heißt, das zeigt dir schon, man braucht schon eine gewisse kritische Umsatzrentabilität. Wenn sie zu gering ist, ist das mit der hohen Ausfallwahrscheinlichkeit verbunden. Wie gesagt, auch als Investor interessant, soll es natürlich Unternehmen auch selektieren, die nicht eine zu kleine Umsatzrendite generieren. Das ist immer ein schlechtes Zeichen generell, weil gibt übrigens eine Ausnahme, das sage ich noch mehr, weil das Unternehmen sich dann in der Regel schlecht refinanzieren kann, sehr instabil ist, und dementsprechend ist das dann generell kein gutes Geschäftskonzept. Ja. Aber diese Umsatzrentabilität muss auch immer im Vergleich, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, zu anderen wichtigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen betrachtet werden.
Eine hohe Umsatzrentabilität kann beispielsweise auch bedeuten, dass zu wenig ins eigene Unternehmen reinvestiert wird und somit weitere Wachstumschancen verpasst werden. Ich sehe es übrigens gerade Network Marketing immer so, dass da sehr viele Leute ja, einen falschen Geiz haben, eine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, nicht bereit sind, ihr Geschäft zu reinvestieren und dann sich wundern, wenn vielleicht irgendwann ihr Geschäft stagniert oder vielleicht sogar irgendwann der Umsatz rückläufig ist. Deswegen ganz wichtig, immer wieder auch, also kein totes Kapital einsammeln, nicht das ganze Geld verprassen für irgendwelchen Schwachsinn, für ein teures Auto oder was auch immer, sondern wirklich auch immer Eigenverantwortung, ins eigene Business einen beträchtlichen Anteil zurück reinvestieren. Mein persönliches Ziel ist daher zum Beispiel Umsatzrendite allgemein immer mindestens unter 40% beizubehalten. Wenn du jetzt vorhin die Zahlen vergleichst, habt ihr gesagt, dieses Jahr aktuell bei circa über 47%. Damit bin ich aktuell, muss ich sagen, nicht zufrieden. Bin ich auch selbstkritisch, hätte mehr investieren müssen. Ich werde vielleicht auch dieses Jahr noch, also auf jeden Fall noch versuchen, sinnvoll zu investieren. Ist natürlich jetzt ein bisschen knapp mittlerweile die Zeit, jetzt alles Geld, sag ich mal, sinnvoll rauszuballern. Aber ich hätte auf jeden Fall dieses Jahr mehr investieren müssen, zum Beispiel in Marketing, ganz klar. Vielleicht auch in Weiterbildung mehr investieren müssen. Es gab verschiedene Umstände, warum ich nicht so viel investieren konnte. Ich war zum Beispiel sehr gut ausgelastet mit bestehenden Teampartnern. Das heißt, hat auch nur wenig zeitliche Ressourcen, auch neue Teampartner anzubinden. Ja, mit der ganzen Thematik eigentlich jedenfalls versuche ich immer unter 40% zu bleiben bei der Umsatzrentabilität, weil es einfach wichtig ist, wie gesagt, das Geschäft weiter auch in Schwung zu halten, am Laufen zu halten, weiter anzukurbeln. Und deswegen kann ich dir auch nur hier raten, ja, dass du dort wirklich auch in dein eigenes Unternehmen eigenverantwortlich reinvestierst. Deswegen auch hier das Fazit: Als guter, langfristig denkender Unternehmer, Networker, solltest du es mit der Umsatzrendite nicht übertreiben. Wie gesagt, mein persönliches Ziel, es gibt keine festen Kennzahlen unter 40%, immer noch, wie gesagt, weit über den Durchschnitt des Mittelstandes. Kaum ein Unternehmer, also ich kenne persönlich kein anderes Unternehmen, was so eine Umsatzrenditen generiert. Deswegen, ja, soll man hier auf jeden Fall ein gutes, gesundes Mittelmaß finden. Ja. Genau, und natürlich ganz wichtiger Punkt noch, auch hier das Ganze nicht zu sehr für dich, auch gerade wenn du jetzt ein Einsteiger bist, Beginner bist, also quasi Start-up oder welche Start-up-Firmen allgemein, ist es so, du wirst natürlich generell erst einmal einige Jahre negative Umsatzrenditen erwirtschaften. Das heißt, die sogenannte Anschubfinanzierung, die Aufbauphase des Geschäfts, da solltest du erstmal nicht auf die Umsatzrentabilität achten. Ja, also auch ich habe damals die ersten Jahre, ich habe nur reingebuttert. Ich hatte damals auch ein bisschen Glück, muss ich zugeben, zumindest wo ich den ersten Durchbruch Network Marketing hatte, dass ich dann relativ schnell nach gut 2 Jahren zwei gute Teampartner anbinden konnte, wo es dann auf einmal vorwärts ging. Doch wie gesagt, normalerweise, realistisch gesehen, kann es sein, dass du 3, 5 Jahre brauchst, um auch im Network Marketing Gewinne zu generieren. Kannst auch durchaus auch dann schon schaffen, die Hauptberuflichkeit zu kommen, das ist durchaus möglich, aber realistisch gesehen, um auch dort dir nicht zu sehr Druck zu machen, solltest du erstmal einplanen, dass du mindestens 3, 5 Jahre erstmal nur beschäftigt bist, dein Geschäft anzukurbeln. Ja, deswegen, übrigens bei normalen Geschäftskonzepten kannst du gerne Amazon angucken, Tesla angucken, bei vielen anderen sehr erfolgreichen, bekannten Unternehmen, die haben teilweise sogar 20 Jahre gebraucht, bis sie überhaupt von der positiven Umsatzrendite sprechen konnten. Ja, also es normalen Wirtschaft dauert es in der Regel noch viel, viel länger, als Network Marketing möglich ist. Gerade wenn du Network Marketing zusätzlich Direktvertrieb machst, kannst du quasi schon ab den ersten Monat positive Umsatzrenditen erwirtschaften. Also diese Zeitspanne, ein Geschäft aufbauen zu können in wenigen Jahren, also so schnell wie im Multilevel-Marketing, ist kaum woanders möglich. Ja, deswegen, wer sich hier beschweren sollte, bitte auch da mal beschäftigen mit normalen Geschäftskonzepten, also selbst ein Freiberufler, ein Zahnarzt und so weiter, bis er zum Beispiel seine Praxis abbezahlt hat, der braucht in der Regel weit mehr als 10 Jahre. Ja, das mal auch hier ganz wichtig, weil viele aus den Angestelltenverhältnissen einfach hier komplett ja, falsche Zahlen kennen oder gar keine Zahlen kennen und dann zum Beispiel enttäuscht sind, wenn sie ein paar Jahre erstmal in ihr Geschäft investieren müssen. Deswegen wichtig auch hier, die Zahlen im Markt zu kennen, um auch dort auch zu erkennen, wie gut auch das Geschäft Network Marketing im Vergleich zu anderen Geschäftskonzepten ist. Ja, das als Hinweis an dieser Stelle. Genau, das war es auch schon zu dem Thema Umsatzrendite. Wenn du dazu weitere Fragen haben solltest oder allgemein zum Thema Network Marketing, zum Bereich Online-Marketing, schreib mir gerne einen Kommentar und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Und je nachdem, was du das Video guckst, einen angenehmen Abend, einen angenehmen, noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, dein Matthias.